Guten Abend, herzlich willkommen zu einem Online-Event der Java User Group Switzerland. Mein Name ist Thomas Wenger und ich darf als Moderator durch die heutige Session führen. Mit uns hier dabei ist heute Abend unsere Hauptperson, die Speakerin Sandra Parsik. Hallo Sandra. Hallo Thomas. Alles klar bei dir? Ja, es ist immer. Das Wetter ist bei uns nicht so toll, aber zum Glück sind wir remote. Und wo ist bei uns? Bei uns heißt in Neuss bei Düsseldorf, also am schönen Rhein. Das heißt, für die Schweizer, wenn ihr in Basel einfach in den Rhein reinspringt, da kommt ihr irgendwann mal in Neuss vorbei. Okay, sehr schön. Probieren wir mal. ich habe einige Informationen vorneweg, die ich zeigen möchte. Das Thema heute Abend ist ja Kubernetes Developer Survival Kit. Und ich habe mal in einem Artikel, ich glaube, es war von Eberhard Wolf, gelesen, eventually everybody will use Kubernetes. Also sinngemäß, irgendwann werden wir alle Kubernetes verwenden. Er hat es dann so gemeint, dass vielleicht nicht unbedingt Kubernetes direkt, sondern irgendeine Abstraktion davon, also irgendein Tool, das on top auf Kubernetes gebaut ist und aber unten drunter ein Kubernetes-Cluster läuft. Siehst du das auch so, Sandra? Hast du das Gefühl, dass wir irgendwann alle auf Kubernetes laufen werden? Ja, bis der nächste Hype kommt und dann schwenken wir auf was anderes. Okay. Aber das liegt einem eher so, dass wir so einen FOMO-Effekt haben. Die Leute, die noch nicht auf Kubernetes drauf sind, die haben die Sorge, dass sie irgendwas verpassen. Also gehen sie auf Kubernetes und die Nächsten springen dann auf den nächsten Hype. Okay, sehr schön. Aber ich glaube, wir sind uns einig, als Entwickler ist die wahrscheinlich groß, dass man entweder schon mit Kubernetes in Berührung gekommen ist oder dass demnächst kommen wird. Und ich glaube, da kommt dein Kubernetes Developer Survival Kit gerade richtig. Das ist ein neuer Talk von dir, wenn ich das richtig genau, genau. Sehr schön. Also, vorab ein paar Informationen. Ihr könnt mit uns und mit Sandra hier interagieren. Zum einen der Chat, also der wird ja auch schon ganz rege benutzt. Herzlich willkommen alle zusammen. Da könnt ihr euch untereinander austauschen, Fragen stellen zur Plattform, wenn ihr Probleme habt und so weiter. Da wird euch geholfen. Wenn ihr Fragen an Sandra habt, die wird sie ganz am Schluss nach ihrem Talk beantworten. Dann wechselt bitte in den zweiten Tab, Fragen und Antworten, und schreibt eure Frage da rein. Ihr werdet auch die Fragen sehen, die schon von anderen erfasst wurden, und ihr könnt die, wenn euch eine Frage auch interessiert, die upvoten. Im Anschluss könnt ihr euch auch noch live mit Sandra und uns austauschen, wenn ihr einfach dabei bleibt. Da werdet ihr weitergeleitet ins WonderMe-Tool, wo ihr dann auch noch diskutieren und die eine oder andere Frage zusätzlich stellen könnt. Und jetzt sind wir auch schon bei der Hauptperson, bei Sandra. Sandra arbeitet als freiberufliche Softwareentwicklerin und Beraterin im Java-Umfeld. Seit 2008 ist sie mit der agilen Softwareentwicklung betraut. Und wo ich immer wieder staune, ist, wie viel du in deiner Freizeit noch zusätzlich im Softwareentwicklungsfeld machst. Also du bist in der Open-Source-Community, du engagierst dich für die virtuelle Java-Konferenz Cyberland, du machst Blogbeiträge, du hast den Podcast Ready for Review, da ist gerade eine neue Folge rausgekommen. Du machst Code-Contribution zu Open-Source-Projekten, du bist in diversen Programmkomitees von Konferenzen, also Java-Land, IT-Tage, Continuous Lifecycle, Frankfurter Entwicklertage. Seit 2019 bist du Mitglied im Oracle Groundbreaker Ambassador Programm und seit 2020 wohlverdiente Java Champion. Wie machst du das alles, Sandra? Naja, das hat auch was zu tun, dass ich Freiberufler bin, ne? Das ist halt, da kann man sich die Zeit noch ein bisschen einteilen. Okay. Also umso schöner hast du Zeit gefunden, heute Abend mit uns hier deine Kubernetes Developer, dein Kubernetes Developer Survival Kit zu teilen. Und ich bin sehr gespannt und die Bühne gehört dir. Vielen Dank, Sandra. Ja, danke schön für die tolle Einleitung. So. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Kubernetes Developer Survival Kit. Die Vorstellungsfolien kann ich wahrscheinlich überspringen. Also, ihr findet mich auf genügend Social Medias, das heißt Twitter, das neueste auch Mastodon. Und
Ja, ich bin als Freiberufer tätig, das heißt, ich bin auch mit in normalen Projekten, mit Teams, gebe aber auch nebenbei auch Training, so Workshop. Das heißt, alles, was ich hier so erzähle, das ist halt, was ich so meinen Alltag halt erlebe. Das heißt, das ist nicht Theorie, was ich hier vorstelle, sondern auch erprobt. Und wie der Thomas sagte, bin ich so Hans Dampf in allen Gassen. Ja, vielleicht ein paar Motivationen. Also, wo ich mit Kubernetes angefangen habe, das hatte eher so Spielcharakter gehabt. Ja, man hat gerade kubectl aufgerufen, halt eine YAML sich zusammengedengelt, irgendwie einen Container halt hochdeployed und das lief alles und das fand man ganz, ganz toll. Dann auch die Demos, was man auf Konferenzen gesehen hat, wie das toll skaliert. Nachhinein, Spoiler, war das halt meistens so statischer HTML-Content. Das skaliert immer sehr gut. Wenn das mit richtigen Applikationen geht, ja, das ist ein bisschen eine Herausforderung. Die Entwickler haben dann sehr laut geschrien, hey, wir wollen das Kubernetes haben, das macht ja jeder, also müssen wir es auch machen. Mein Lieblingsargument dagegen, Google macht das doch auch, deshalb müssen wir es auch machen. Können wir nachher vielleicht über Monami diskutieren, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und ja, dann kommt irgendwann das Management auf die Idee, ja, lass doch Kubernetes produktiv einsetzen. Und ja, von da fangen die eigentlichen Probleme oder wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Herausforderungen halt an. Ja, auf einmal war das nicht so einfach Shell aufrufen, kubectl aufrufen, hochschicken und los geht's, sondern auf einmal müssen wir professionell ja Software entwickeln. Und dann kommen so einige Fragestellungen, die ich halt da beantworten muss. Dann ist die Frage halt, ist meine Anwendung überhaupt Kubernetes ready? Was ist mit Visionierung? Ich habe auf einmal mehr Deployment-Artefakte, was ich berücksichtigen muss. Was ist mit Debugging, Continuous Integration, Konfiguration, Deployment-Skripte? Wie kann ich das lokal entwickeln, ohne dass ich ein Kubernetes unbedingt brauche? Was ist mit Backend, Frontend? Ja, und wie bekomme ich überhaupt eigentlich mit, was im Cluster los ist? Also ganz viele Fragen, wo eigentlich dann irgendwann der Kopf raucht. Und das hat von diesem Spieltrieb am Anfang eigentlich wenigstens mit zu tun. Die Sachen, die ich hier vorstelle, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern eigentlich gibt es genügend Schützenhilfe aus der Vergangenheit. Also wo die Cloud halt anfing mit virtuellen VMs. Da gab es oder mit den Plattform-Services wie Heroku, da kamen halt solche Prinzipien wie die Zwölf-Vektor-App raus. Und die beschreibt eigentlich ganz gut die Prinzipien auf einer Metaebene, die man eigentlich gut benutzen kann, um solche Cloud-Anwendungen zu betreiben. Und das gilt das gleiche gilt auch für Kubernetes. Das heißt, Codebasis muss versioniert kontrolliert sein. Was ist mit meinen Dependencies, dass ich meine Konfiguration in der Umgebung abspeichere? Dass ich, wie gehe ich mit Backing Services halt um, dass ich gerne separate Schritte für Build, Release und Run haben möchte, dass ich halt, wie ich mit meinen Prozessen umgebe, Port Bindings, Logs, also das gibt es halt viele Ansatzpunkte, wie ich mit diesen Problemen halt umgehe. Ich möchte euch einladen, heute mal ein paar so Grundprobleme, die ich halt kenne, mal durchzugehen und eine Anregung geben, wie ich sie gelöst habe. Heißt nicht automatisch, dass es bei euch im Team funktionieren wird. Das soll als Anregung gelten. Kann das sein, dass ihr Rahmenbedingungen habt, ein Projekt, die ich halt nicht kenne, deswegen ihr davon abweichen müsst. Also ich würde hier keine Silver Bullet halt vorstellen, sondern ich versuche euch Anregungen zu geben, wie ihr gewisse halt Probleme halt angehen könnt. Die erste Frage, die sich stellt, ja, was gehört eigentlich alles in ein Git-Repository? Git-Repository muss jetzt nicht unbedingt sein. Es kann auch in Subversion sein, wenn es unbedingt sein muss. Kann sein, dass ihr halt andere Rahmenbedingungen habt, wo ihr kein Git benutzen dürft. Wichtig an der Stelle ist, dass ihr ein Versionskontrollsystem. Network Sharing ist kein Versionskontrollsystem. Also sollte es mindestens Subversion halt an der Stelle seid sein. Um die Frage in Kurzform zu beantworten, eigentlich alles. Also alles, was zu eurer Software gehört, gehört versionskontrolliert. Die eigentliche Fragestellung aus meiner Sicht ist, wie viele Repositories brauche ich eigentlich? Und was eine gute Aufteilung war aus meiner Sicht, ist, dass ich, wenn ich mit Kubernetes zu tun habe, ich brauche ein Repository, wo ich halt das Cluster-Setup halt ablege, denn ich habe Konfigurationssachen, die halt clusterweit halt gilt. Dafür habe ich auch Deployment-Skripte. Das würde ich da halt ablegen. Dann habe ich eher was Anwendungsnahes, nämlich meine Applikation. Da liegen halt auch Sachen, die für Kubernetes zuständig ist. Und ein Repository, wo die Konfigurationswerte abgelegt werden, wo halt das Ganze, wo die Deployment-Skripte mit den Konfigurationen zusammengeführt werden. Wir sind Entwickler, das heißt, das Cluster-Setup wird uns weniger tangieren. Das werden halt
meistens Kubernetes-Admins machen. Außer wenn ihr eine Drei-Mann-Bude seid oder Drei-Personen-Bude seid und euch Kubernetes aufgelacht habt, dann müsst ihr es leider machen. Aber wenn ihr halt in größeren Projekten seid, dann ist es meistens so, dass es eigene Leute gibt, die sich um die komplette Administration des Kubernetes halt kümmern. Und wir als Dev müssen uns eigentlich um die Applikation kümmern. Und aus meiner Sicht, neben der Application Source Codes, kommen dann solche Sachen wie Deployment-Skripte, Build-Skripte, Container und auch Skripte, um eine lokale Testumgebung halt aufzusetzen. Ja, wie ihr wisst, ich komme aus dem Java-Umfeld, das heißt, ich habe als Ausgangspunkt halt eine Java-App mitgebracht, eher so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen oldschool-mäßig unterwegs. Das heißt, eine Spring Boot-Anwendung, die auch mit Maven gebaut wird. Bin schon was Neues, habe schon Java 17 halt drin. Und weil ich halt Backend-Mensch bin und Oberflächen halt nicht so krank gehen, mache ich mir das Leben auch einfach, indem ich halt Teamleaf nehme als Server-Side-Rendering-System. Und das Erste, was ich machen muss, um diese Java-Applikation Richtung Kubernetes zu hieven, ist, dass ich Container-Images halt bauen muss. Das heißt, die Basis für alles ist halt ein Container. Es muss nicht, denn ohne diesen Container kriege ich das halt nicht auf Kubernetes halt hoch. Das heißt, was kann ich machen? Naja, wenn ich so ein Maven-Projekt habe, dann kann ich mich vielleicht an Maven-Konventionen halten und dann lege ich halt mal Dockerfile unter source-main-docker ab, so um eine Konvention zu halten. Ja, Java-Code kommt unter Java, Docker-Code kommt halt unter Docker. Dann habe ich halt meinen Dockerfile, der hat meine Spring Boot-Applikation verpackt. Ich gehe dann halt etwas auf eine Distro-less, das heißt, wo Sie ein bisschen näher ankommen, warum ich das tue. Vorweg, dass ich halt das so klein wie möglich halt halten kann, das Docker-Image. Das Ganze binde ich dann auch in meinen Maven-Build an, mit Hilfe des Docker-Maven-Plugins. Der hält sich an diese Konvention, dass er guckt, was unter Source-Main-Docker halt liegt. Das heißt, ich kann das bauen und später im Deploy-Phase von Maven kann ich halt pushen. Das Ganze kann ich auch natürlich auch mit Gradle machen. Das ist jetzt das Build-Tooling an der Stelle egal. Wo ich das gerne in mein Build-Tool eingebunden haben möchte, ist, naja, in Vor-Kubernetes oder der Container-Welt habe ich halt auch meine Deployment-Artefakte lokal gebaut. Nannte sich Fetcher, Warfile oder Earfile. In dem Fall ist mein Deployment-Artefakt halt ein Container. Also ist für mich die logische Schlussfolgerung, dass ich das auch gerne lokal halt durchbauen möchte und gucken, ob das halt auch funktioniert. So habe ich die Möglichkeit, das Ganze auch lokal zu testen. Ihr müsst halt das nicht unbedingt mit Docker machen. Mittlerweile gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, an ein so ein Container-Image zu kommen. Buildpacks, da gibt es auch Plugins dazu. Vielleicht Jib mit den Jib Maven Plugin, Builder, Potman, also da gibt es und jede Woche poppt auch neues Tool auf. Die JavaScript-Entwickler kennen das aus ihrer Ökosystem. Da poppt ja auch irgendwie jede Woche was Neues halt auf. Auch ist mir nicht wichtig, ob das jetzt in ein Build-Tool eingebunden wird. Für mich ist es halt nur wichtig, dass dieser Container-Image-Bau halt Teil des Build-Prozesses ist. Das heißt, wegen mir könnt ihr auch diesen Docker-Befehl Command Plane aufrufen, bietet ein Shell-Skript dafür an, wo das gebunden ist, sodass man das lokal auch mit einem Befehl halt ausführen kann. Wenn ihr es einmal jetzt eingebunden habt in den Build-Prozess, dann ist jetzt die nächste Aufgabe, okay, ich muss diesen Container-Image, das ist in diesem Fall Docker-File, irgendwie nach auch schreiben. Und hat sich auch gute Good Practices da entsprechend ergeben. Einmal halt die Container-Images größer zu optimieren, das heißt, ohne dicke Tools entfernen, ein Service pro Image verpacken, die Image möglichst klein halten, Build-Cache optimieren, dann die Docker-Images irgendwie bereitstellen. Das kennen wir von unseren JAR-Libraries, dass wir das in ein Maven-Repository hochladen. Das mache ich auch mit meinen Container-Images, indem ich das in Docker-Registry halt verwalte. Das heißt, ich möchte gerne eine Container-Registry haben, ich decke sie beim Releasen und obwohl das Docker mir das anbietet, will ich die Texte einmal halt benutzen. Und ein leidiges Thema auch hier, kommen wir nicht drum herum, Security-Scans. Es reicht nicht, dass wir nur unsere Jars halt abscannen oder unseren Code, sondern wir müssen auch die Container-Images, weil wir halt von anderen Sachen da abhängig sind. Also wir ziehen uns auf eine andere Ebene neue Abhängigkeiten halt rein. Ja, wie kann so ein optimierter Container-Image halt aussehen? In dem Fall hier ein Beispiel, da habe ich halt ein Multistage-Docker-File. Das heißt, ihr seht halt zwei From-Tiles. Das heißt, im ersten wird das vorbereitet
und es wird so als Bilder halt gesehen. Zweiter ist eigentlich der Teil, der später auch zur Laufzeit läuft. Im ersten Teil brauche ich ein paar Java-Tools, nämlich, dass ich das Application-Jar halt extrahieren möchte. Das heißt, da benutze ich das Eclipse Temerium Docker-Image, um halt der auch diese Tools bereitstellt. Diese Tools brauche ich aber nicht zur Laufzeit. Also nehme ich ein Distroless von Google, wo halt Java 17 auch drin ist, aber der hat zum Beispiel keine Shell und ist halt sehr klein geschnitten, sodass ich dann das Extrahierte aus den oberen Stage halt nehme und dann mir das entsprechend zusammenbaue. In Docker-Image ist es halt so, dass jede Zeile Code einen sogenannten Layer abbildet und da kann ich auch damit meinen Bildcache auch optimieren. Das heißt, dass die einzelnen Zeilen repräsentieren ein Layer und die bauen aufeinander auf. Und die Idee ist halt, dass die Sachen, die relativ selten sich ändern, relativ weit oben kommen. Das sind in meinem Fall die Dependencies, die eine feste Release-Nummer haben, das bringt Bootloader. Und die Sachen, die sich eher häufiger ändern, das werden Snapshot-Dependencies sein und mein Application-Code. Und so kann ich halt, wenn ich das mehrmals durchbaue, merkt er, aha, in den Layern gab es keine Änderung, also muss ich da nichts machen, kann das wiederverwenden, den Layer, und so, dass die Bildzeiten halt an der Stelle halt schneller werden. Bei den Container-Registries ist das so, dass ich halt, wenn ich sowieso in der Cloud bin, weil ich gemanagten Kubernetes habe, dass die Belegung halt wert, gleich etwas vom Cloud-Provider zu nehmen. Also alle großen Cloud-Provider bieten halt eigene Container-Registries halt an. Wenn ich on-premise bin und ein Kubernetes on-premise auch laufen habe, dann kann ich halt etwas von JFrog nehmen oder von Red Hat. Oder wenn ich sowieso einen Artifact-Manager im Einsatz habe, im Unternehmen, weil ich das ja schon für Maven gebraucht habe, dann bieten halt Artifactory, so ein Type mit dem Nexus, halt für Docker-Images entsprechend geeignete Typen gleich mit an. Bei Harbo kann man hier noch besonders vorstellen, weil das halt gleich auch intern alle Docker-Images, was drin sind, nochmal Security-Scanning halt macht. Da muss man halt abwägen, welches Tool man an der Stelle oder welches Produkt man da nehmen möchte. Das muss man für sich selber evaluieren, was man da an der Stelle halt braucht. Jetzt habe ich so mein, bin ich glücklich, habe mein Docker-Images halt gebaut und da kommt das leidige Thema mit der Security. Und das heißt, ich muss nicht nur meine Maven-Dependencies abscannen, sondern was ist mit den Basis-Images, die ich vielleicht auch von außerhalb halt nehme. Und da an der Stelle kann mir zum Beispiel Trivi halt helfen, indem ich halt sage, hey, scan mir bitte mein Docker-Images und spuck mir aus, ob der was ich da halt habe. Manchmal findet ihr auch Issues, wo es noch keine Fix gibt. Dann sage ich, okay, Unfix-Issues soll bitte ignoriert werden, weil ich das erstmal sowieso nicht ändern kann, beziehungsweise ich müsste die Applikation halt runternehmen, die wenigstens tun, sondern leben erstmal mit dem Risiko. Und das Ganze kann ich mir das halt wunderbar aufbereiten lassen, wo auch angezeigt wird, was die gefixte Version ist. Und da kann ich darüber entscheiden, okay, was ich halt damit mache. Das Ganze kann ich auch in maschinenlesbarer Form, JSON, bringen, sodass ich das auch in meinen CI-Prozess halt einbinden kann. Leider ist das zu kurz gedacht, denn die Container sind ja nicht nur, kursieren nicht nur zum Entwicklungszeitpunkt bei mir herum, sondern es kann sein, dass ich dann irgendwo in ein Registry hochlade und irgendwann später, ein, zwei Wochen später, erst auf Produktion kommt. Oder ich habe Container, die halt längerläufig auf dem Kubernetes laufen und da möchte ich auch mitbekommen, wenn ich Security-Issues halt habe. Das heißt, ich muss mir im Unternehmen halt Gedanken darüber machen, wie ich die Sachen halt abgescannt bekomme, die eigentlich in der Produktion halt laufen. Aber auch da gibt es halt genügend Tools, die einem dabei helfen können. So, die Basis ist geschafft. Ich habe mein Container-Image und da kann ich mich den nächsten Aufgaben zu mitwidmen, nämlich Deployment-Skripte. Jetzt muss das Ganze halt noch auf den Kubernetes gebracht werden. Das heißt, der nächste Schritt sind Helm-Charts. Auch da lege ich das in mein Application-Getriebe-Tutorial ab, indem ich halt mir zum Beispiel einen Deployment-Ordner mache und Helm-Charts. Und da kann ich mir halt mit Hilfe vom Helm-Chart-Init entsprechend mir eine komplette Struktur halt mir generieren lassen, sodass ich den ersten Schritt getan habe. Wenn ich weiß, wie so ein Helm-Chart aussieht, hier ist ein Ausdruck davon. Ich sage immer, stellt ihr euch vor, dass ihr einen Kubernetes-Descriptor habt, also eine YAML-File, die ist einmal komplett das durch existiert, wie das aussehen soll. Da geht man mit einer Tablet-Engine, in dem Fall ist das was von Go,
ersetzt sie durch Variable und da halt Programmierkonstrukte und fertig ist mein Helmchart. Und Helmchart ist halt, nimmt halt dieses Template, nimmt irgendwelche Konfigurationsvalues, packt das zusammen und generiert mit daraus fertige Kubernetes-Skriptoren, die dann entsprechend auch dann später benutzt werden. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, ja, welche Kubernetes-Ressourcen muss ich mich eigentlich als Dev kümmern? Es hieß ja, ja, Kubernetes ist eine Plattform, ich deploy einfach meine Anwendung drauf und fertig ist die Laube, muss ich mich hier drum kümmern. Eine gute Übersicht aus meiner Sicht bietet das Buch Kubernetes in Action in der ersten Edition. Da gibt es eine schöne Grafik, die eigentlich aufzeigt, über welche Ressourcen sich der Cluster-Admin sich kümmern soll und welche über welche Kubernetes-Ressourcen sich der Developer halt kümmern soll. Und man merkt in diesem Bild, das ist schon ganz schön viel, über was wir uns da kümmern müssen. Liegt einfach an der Sache, dass wir als Entwickler am besten Bescheid wissen über die Applikation und somit auch besser entscheiden können, was alles in so einen Kubernetes-Deskriptor entsprechend reinkommen soll. Ich mein Helmchart halt gebaut habe oder geschrieben habe, ist auch wieder die Frage, wie binde ich das in meinen Bildprozess? Weil auch hier purzelt entsprechend eine gepackte Version halt raus mit den Kubernetes-Deskriptoren. Und da bietet sich aus meiner Sicht, dass man das auch in den Bildprozess mit einbindet und herauszufinden, ob das überhaupt alles sinnig ist, was ich ja geschrieben habe. Und wie es immer wissen, in der Maven-Welt gibt es dafür natürlich auch einen Plugin, nennt sich Helm Maven Plugin. Und da kann ich das in meinen Maven Lifecycle einbauen, dass ich halt, wenn ich meinen Docker-Container halt zusammenpacke, auch gleichzeitig mein Helm-Chart zusammengepaketiert wird und in der Maven-Deploy-Phase das irgendwo hochgeladen wird. Auch hier ist es wichtig, es ist total egal, ob das in einem Build-Tool integriert ist oder dazu, ob ihr die Commands halt nochmal separat aufruft. Auch hier wieder Mindestmaß aus meiner Sicht ist ein Shell-Skript, was zur Verfügung steht, was auch in diesem Repo liegt, wo genau diese Schritte halt gemacht werden, sodass ich als Entwickler wirklich nur ein Command aufrufen muss. Das kann in dem Fall halt Maven Clean Verify sein oder halt ein Shell-Skript, der einmal das durchexistiert lokal, ob das Ganze halt sich paketieren lässt. Auch hier soll ich die Helmcharts in ein Repository ablegen. Allgemein gesprochen könnte man dafür jede Container Registry nehmen. Man nimmt dabei was Spezialisiertes und da gibt es halt Tooling von den großen Spielern wie JFrog und Sonatype oder ich nehme was Spezielles, ein Chartmuseum, was nur für die Helmchart halt spezialisiert ist. Aber auch da auch wieder Abwägung im Projekt, welches Tool da am besten halt weiterhilft. So, jetzt haben wir eigentlich so einen Zwischenstand erreicht. Wir haben jetzt in unserem Git-Repository den Application Source Code, unsere Build-Skripte, Container-File und Deployment-Skripte. Was noch offen ist, ist eigentlich noch die lokalen Test-Environment-Skripte und dann werden wir eigentlich fertig. Naja, dann kommt der Frontend-Entwickler und sagt, ja, schön, dass du das alles für das Backend das durchgespielt hast. Aber was ist, wenn ich jetzt Frontend halt keine Server-Side-Rendering machen möchte, sondern was eigenes deployable haben möchte, dann passt das ja nicht zusammen. Und da stellt sich die Frage, ja, wie kriege ich das Backend und Frontend an der Stelle halt zusammen? Da hilft erstmal ein Blick, wie Frontend und Backend meistens auf Kubernetes halt deployed wird. Und meistens halt so, dass ich halt einen User habe, der halt die Applikation aufruft. Das erste, wo er in Berührung kommt im Cluster ist, dass der Ingress-Controller die Anfrage annimmt und die erstmal an den Frontend-Service entsprechend weiterreicht. Der Frontend-Service guckt erstmal, hey, welche Pods habe ich überhaupt zur Verfügung? Die sind aber oben und leitet dann den Pod halt weiter, der gerade halt nichts zu tun hat oder den halt der Grenzen passt. Dieser Pod geht dann halt weiter und sagt, hey, eigentlich muss ich dann mit dem Backend halt weiter halt diskutieren und gibt den Anfrage halt dann weiter, wenn das halt mit dem Backend und so weiter. Das heißt, eigentlich muss ich meine Git-Repository-Struktur erstmal anpassen. Ich bin ein Freund davon, Frontend und Backend in dieselbe Git-Repo zu packen. Vereinfacht die Entwicklung an der Stelle. Ja, ich weiß, da kommen die Leute und sagen, ja, aber ich kann doch Frontend und Backend auch unabhängig voneinander entwickeln und unabhängig voneinander deployen. Das ist die Frage, die ich immer stelle, ja, wie oft macht ihr das eigentlich? Und wie löst ihr das Problem,
dass ihr genau wisst, welches Frontend zu welchen Backend-Version halt genau passt. Also da kommen dann andere Fragestellungen halt da auf. Wenn man diese Struktur halt hat, Frontend und Backend in ein Repo, und man macht halt das, dass man das vielleicht unabhängig von der Deployen haben möchte, dann kann man sagen, okay, ich habe das vor im selben Repo, aber die Deployment-Skripte halte ich halt entsprechend auseinander, sodass ich das unter Deployment-Skripte fürs Frontend habe, also in dem Fall einen Helm-Chart fürs Frontend und einen Helm-Chart fürs Backend. Vielleicht habe ich auf der Root-Ebene so ein Build-Wrapper-Skript, der die Backend-Welt und die Frontend-Welt halt dann zusammenbringt. Eine andere Möglichkeit bietet sich auch an, zu sagen, ja, eigentlich kriegt das ja Kubernetes eigentlich hin, zu erkennen, ob Ressourcen sich geändert haben oder nicht. Also packe ich irgendwie alles zusammen. Das heißt, ich habe ein Deployment-Skript, ein Helm-Chart, wo Backend und Frontend drin ist, packe ich das zusammen. Das ist die Frage halt aus dem Projekt heraus, was halt am besten zu einem halt passt. Die Fragestellung, was sich dann immer ergibt, ist, ja, was mache ich mit der Visionierung? Und meine Empfehlung an der Stelle ist, fang einfach ganz einfach an, wird es eine Versionsnummer für über alle Artefakte. Das heißt, wenn ich ein Frontend 1.0 habe, da weiß ich, dass es mit dem Backend 1.0 arbeitet. Da weiß ich auch, dass das Docker-Images zum Helm-Shop 1.0 halt haltet. Das heißt, alle Artefakte, die in diesem Application-Lifecycle halt entstehen, kriegen dieselbe Versionsnummer. Ich weiß, da muss man diesen inneren Monk zusammenhalten, weil dann sagt, aber ich habe doch am Jar-Package nichts geändert, nur am Docker-Images, warum soll ich das alles nochmal neu visionieren? Ja, habt ihr vollkommen recht. Da muss man halt das aushalten, aber somit über die Versionsnummer habe ich eine einfache Zuordnung, welches Artefakt halt eigentlich da zusammengehört. Vereinfacht das Debug später. Ich rede jetzt aber nicht von Produkten, wie zum Beispiel Keyclock, dass ihr halt Keyclock neue Version und auch Helmcharts für die weite Welt halt fügt. Das ist eine andere Herausforderung in den Projekten, wo ich halt unterwegs bin. Das sind zu 99% Projekte, die in-house benutzt werden, dass der Betrieb in-house ist, das heißt, die ganze Kette im Unternehmen ist und da braucht ihr diese Unterscheidung mit unterschiedlichen Versionen halt nicht. Aber auch da wieder kann es sein, dass bei euch das irgendwie anders abläuft, aber stellt euch wirklich innerlich die Frage, mache ich das nur, um meinen inneren Monkeys zu befriedigen oder habe ich wirklich einen Mehrwert davon, dass ich die Versionierung unterschiedlich habe und wenn ich die Versionierung unterschiedlich machen möchte, warum auch immer, da muss man sich Gedanken machen, wie kriege ich das Ganze halt wieder zusammen. Vor allem noch automatisiert. Der nächste Punkt ist, jetzt habe ich meine Deployment-Skripte, meine Container. Ja, was ist mit der lokalen Entwicklungsumgebung? Ich möchte nicht jedes Mal warten, bis CI läuft, um zu gucken, ob das Ganze halt auch lauffähig ist. Vielleicht möchte ich gerne lokal mal ein paar Sachen ausprobieren. Und das sind halt zwei Fragestellungen, die sich da hochkommen. Einmal, wie ich vorhin erwähnt habe, die Applikation lokal zu testen und einmal, wie ich die Deployment-Skripte lokal entwickle. Denn ich möchte nicht wie früher was einchecken. Also ist das, mein Lieblingsbeispiel sind früher Migrationsskripte von Datenbanken, weil ich da keine Oracle irgendwie zur Verfügung habe. Das habe ich jetzt eingecheckt, gehofft, dass alles gut läuft und halbe Stunde später kam der CI-Server und sagte, nee, doch nicht. Das heißt, dasselbe ist auch hier mit den Helm-Charts. Ich möchte eine Möglichkeit haben, lokal die Deployment-Skripte so weit wie möglich zu entwickeln, ohne dass ich entsprechend jetzt mal diesen langen Feedback-Zyklus über den CI-Server gehen muss. Den ersten Use-Case kennen wir relativ gut gehandelt mit Docker Compose und den Spring Boot Maven-Plugin. Denn da kann ich hingehen und sagen, hey, ich baue mir einen Docker Compose-File, der meine Services, die ich brauche, um meine Applikation zu starten, definiert, wo ich das lokal dann halt hochfahren kann. In dem Fall brauche ich hier eine MongoDB, die ich mit Docker Compose halt hochfahren kann. Und mein Spring Boot Maven Plugin kann ich auch nutzen, um meine Applikation zu starten. Und da kann ich auch Environment-Variablen geben, die genau auf das MongoDB, was lokal halt abläuft, halt zeigt. Das sieht dann in der Praxis halt so aus, dass ich halt hier ein Docker-Compose-File habe, der hat sogar ein bisschen mehr drin, nicht nur eine MongoDB, sondern das .demo-Anwendung, das Backend. Das ist ganz praktisch, wenn ich Frontentwicklung mache, dann habe ich eine Möglichkeit, hier gleich auch das Backend halt zu benutzen, sodass ich hier mit Docker-Compose up das beide halt entsprechend halt hochfahre. Wenn ich
eher Backend-Entwickler bin, da brauche ich halt nur die MongoDB. Das heißt, ich mache ein Docker Compose Database, um nur die Datenbank hochzufahren. Und dann lasse ich Maven Spring Boot Run auf der rechten Seite, die sich mit der Datenbank halt verbindet. Und da habe ich meine Applikation entsprechend gestartet, lokal, und kann halt sie dann in der Oberfläche halt entsprechend halt durchklicken. So sieht das Ganze im Docker Compose-File komplett aus. Wenn ich halt etwas für die Frontend-Entwickler machen möchte, da packe ich einfach meine Applikation gleich mit, das ist meine Backend-Applikation, gleich in mein Docker Compose-File mit an. Die nächste Frage stellt sich, ja, was ist mit anderen Abhängigkeiten? Das ist jetzt relativ einfach. Die Demos sagen immer einfache Fälle. Frontend, Backend, Datenbank, das ist noch relativ einfach. Das ist aber, wenn mein Backend-System vielleicht mit anderen Abhängigkeiten zu kämpfen hat, anderen Services, das über REST-API geht. Das ist vielleicht mit Authentifizierung, Autorisierung etc. Auch da hilft mir halt Mocking. Das heißt, andere Dienste kann ich mir mit Hilfe eines Mock-Servers wegmocken. Das hat natürlich auch andere Nachteile, aber auch Vorteile. Und dann kann ich, oder wenn ich halt ein Authentifizierung, Autorisierung brauche mit OAuth 2, da kann ich mir das auch entsprechend lokal wegmocken, dass ich das immer eine positive oder negative Antwort kriege, wie ich das halt gerade brauche. Mock-Server kann ich dann so einbinden, mein Docker Compose-File, dass ich halt dem Mock-Server sage, hey, hier hast du eine Konfigurationsdatei, die genau definiert, wie meine Expectations sind. Und da kann ich halt sagen, hey, bitte immer, wenn ich einen bestimmten Pfad aufrufe, dann soll ein bestimmter Response kommen, oder wenn ich halt bei bestimmten Sachen halt einen Fehlerfall haben möchte, dann gibt halt einen Statuscode 400. Also das gibt es halt für die Möglichkeiten, wie man das entsprechend halt für sich das dann ausschmückt. Der nächste Teil ist Deployment-Skripte lokal entwickeln, und was mir da helfen kann, ist halt ein Minikube. Minikube ist halt Kubernetes, lokaler, der auf Docker-Container-Basis halt läuft. Das heißt, ich kann mir lokal mit Minikube-Start mir einen Container-Cluster halt hochfahren. In dem Fall sage ich auch noch, dass ich Ingress brauche, und dann fährt er halt hoch. Da ist bei der Besonderheit, was man hier beachten muss, ist, man sollte gucken, dass der Minikube so konfiguriert ist, wie der Cluster, der später in Produktion eingesetzt wird. Denn es nützt mir nichts, wenn ich jetzt Helmchart schreibe, weil hier zum Beispiel ein Ingress-Controller Nginx benutzt wird, aber auf der Produktion halt ein Traffic. Da, auch wenn das standardisiert ist, das ist halt so wie bei Datenbanken früher. Jeder Provider hat dann seine Feinheiten. Das heißt, da muss man halt achten, dass man den Minikube sich so konfiguriert, wie man das anstelle halt braucht. Bei dem Minikube lokal kann ich mir auch ein Dashboard anzeigen lassen. Das heißt, da sehe ich halt auch, wie er das in der, was auf dem Cluster halt abgeht. Und hier sehe ich halt, dass ich anfangen möchte, hier was in meinem Helmchart zu machen, am Ingress-Controller zum Beispiel. Und dann muss ich zum Beispiel konfigurieren, dass er das halt lokal gehen soll, nämlich den Ingress-Host. Ja, hier haben wir den Dashboard, den genannten, das ist der normale von Kubernetes. So sehe ich halt, was seit dem Cluster da an der Stelle halt los ist, so wie ich das halt von meinem Produktiv-Cluster halt das auch gewohnt bin. Ich kann da halt durchklicken, kriege dann angezeigt, was mit meinen Containern ist. Also so, als ob ich das ist ein richtiger Kubernetes halt vorhabe. Hier muss ich dann halt lokale Values zur Verfügung stellen, damit er auch weiß, wenn ich die Helmcharts halt ausprobieren möchte, welche Konfiguration er benutzen soll. Das heißt, ich lege im Application Repo halt auch so eine lokale Value-YAML halt ab, der genau zeigt, welche Werte genau für diesen Minikube halt vorhanden ist. In dem Fall habe ich das mal deinstalliert, dann ist er weg. Jetzt deploy ich den Helmchart nochmal, und dann sieht man, dass er halt entsprechend halt, halt hochgeht. Das Einzige, was ich jetzt hier machen muss, ist noch, dass ich schauen kann, wo mein Spring Boot Demo.local halt zeigen soll. Und das ist am einfachsten, nämlich dass ich meine ECC Host halt anzeige, und dann sage ich, gebe ich den halt an auf die IP-Adresse von meinem Minikube.
Und das kriege ich auch relativ einfach raus, indem ich halt sage, Minikube IP. Und dann sagt er mir der Cluster, auf welcher lokalen IP-Adresse das halt entsprechend läuft. Und fertig ist das. Es gibt draußen auf der Welt nicht nur Minikube. Es gibt auch verschiedene Alternativen wie K3S, K3D, Kind, Micro-Kubernetes. Auch da wieder gefühlt jeden Monat poppen andere Tools in der Richtung halt auf. Auch da heißt es, sucht euch Tool aus, was zu euch passt. Zum Beispiel der K3S hat zum Beispiel keinen Nginx als Ingress-Controller, sondern Traffic. Das heißt, kann sein, dass der zu eurem Produktiv-Cluster eher passt von den genutzten Komponenten als so ein Minikube. Manche sagen ja, die für die Handhaben mit K3S lieber, das ist halt so wie, jeder hat seine eigene Vorlieben. Das ist so wie mit Programmiersprachen oder welche IDE halt am tollsten ist. Selbe Diskussion, andere Farbgebung. Der nächste Punkt ist, worum wir uns kümmern müssen, das haben wir so, ist immer so nebenbei angesprochen, ist Konfiguration, weil wir haben die Deployment-Skripte, die haben irgendwelche Variablen drin und auch wenn wir Kubernetes machen, kommen wir nicht um das leidige Thema um, dass ich vielleicht ein Test-Staging habe, eine Vorprod, eine Produktion und da brauche ich gegebenenfalls unterschiedliche Konfigurationen. Und da hilft mir halt die 12-Factor-App, indem sie mir halt den Hinweis gibt, leg deine Konfiguration einfach in Umgebungsvariablen ab. Und dafür muss ich mal meine Applikation vorbereiten. Das Schöne ist, bei Spring kriege ich das so feilhaus mit. Böse Zungen behaupten auch, mit Spring Boot entwickle ich nicht mehr, sondern konfiguriere nur. Das ist dann, liegt im Auge des Betrachters. Und da kann ich halt sagen, hey, nimm die Werte aus der Umgebungsvariable MongoDB URI oder ob ich eine MongoDB brauche oder nicht, nimm das auch aus der Environment-Variable. Ansonsten nutze Default-Werte. Ob jetzt Default-Werte gut oder schlecht sind, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann beide Lager halt verstehen. Die einen sagen, die wollen fail-fast haben und wollen nicht mehr Default-Values haben. Ja, verständlich. Die anderen sagen, ja, aber ich möchte mir was Default, dass er überhaupt hochfährt, dass er entsprechend weitermachen kann. Also für jede Argumentationsrichtlinie gibt es halt da ein Für und Wider. Muss man auch im Projekt halt selber abwägen. Was ihr mitnehmen könnt, Spring Boot bietet euch da was mit, dass ihr das nicht, was ihr da was Eigenes halt schreiben müsst. Der nächste Punkt, was ich machen muss, ich muss meine Helmcharts anpassen. Das heißt, ich kann halt so eine Config-Map mir anlegen, wo ich dann die unter Data meine Systemvariable ablege, MongoDB URI und MongoDB Enabled. Da muss ich damit halt, ich die Helmcharts von außen konfigurieren, mache leider nochmal diese Interaktion über Helmcharts-Variable machen, aber das ist dann halt, ja, liegt in der Natur der Sache leider. Das Ganze binde ich dann in meinen Deployment halt rein, das heißt, ich sage dem Container, hey, nimm die Environments von der Config-Map, da gebe ich die Referenz von der Config-Map und damit weißt du halt Kubernetes, okay, die Systemvariablen liegen halt in der Data von der Config-Map und übernimmt das ganze Spielchen für mich, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Die Value-YAML sieht dann halt folgendermaßen aus, dass ich halt sage, MongoDB, das ist halt eine YAML-Struktur, wo ich dann die Werte halt ablege und die kann ich dann später halt in ein Git-Repository halt ablegen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Konfigurationsverwalten. Das ist halt, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, der sogenannte Config-Value-Repository. Das heißt, ich möchte gerne meine Applikations-Config-Values irgendwie ablegen. Die würden von der Struktur in dem Fall so aussehen wie hier, vielleicht aber je nach Stages halt unterschiedliche Werte halt haben. Die Frage ist halt, wie kriege ich jetzt meine Stages halt da abgebildet? Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, vor allem mit Git. Die eine Möglichkeit ist, ich mache die Stages halt pro Branch. Das heißt, ich habe einen Branch, Dev, Preprod und Pod. Und je nachdem, welche Stages halt die Konfigurations kriegen müssen, wechsle ich halt die Branch. Hat den Vorteil, dass ich halt gewisse Branches halt protecten kann. Also ich möchte zum Beispiel, dass auf der Prod nur mit Per-Vier-Augen-Prinzip und dass ein Kubernetes-Admin nochmal drüber schaut. Also mache ich da ein Protected, wo man nur per Pull-Request halt draufkommen kann. Bei Dev sage ich vielleicht, ja, das ist, interessiert mich nicht, was ihr auf dem Dev-Cluster macht. Da können halt alle Entwickler halt drauf rumpushen, wie sie halt wollen.
Hat aber den Nachteil an dem Vorgehen, man muss wissen, wie Git funktioniert. Das ist das, was ich in meinen Projekten halt sehe, ist vor allem Leute, die mit Softwareentwicklung bisher wenig zu tun hatten und das erste Mal mit Versionskontrollsystemen in Berührung kommen, tun sich mit Git halt da schwer. Das heißt, da muss man halt eine steile Lernkurve berücksichtigen, um halt dieses Verfahren zu bringen. Deswegen benutzen die meisten gerne halt eine flache Struktur, das heißt alles in einem Branch. Die einzelnen Stages werden per Ordner halt definiert, hat den Nachteil, dass ich den kompletten Branch halt absichern muss. Und das heißt, auch wenn ich in Dev oder Pre-Prod was ändern möchte, muss ich da auf jeden Fall immer einen Pull-Request machen, um die Prod-Konfiguration halt zu schützen. Einer der Lieblingsthemen ist Out of Secrets. Was mache ich mit Konfigurationsanteilen, die eigentlich Secrets sind, wie Zertifikate, Passwörter? Der Königsweg an der Stelle wäre halt, also einen Secret Manager zu benutzen. On-Premises wird meistens ein HashiCorp Vault benutzt. Es gibt auch Cloud-Lösungen wie Google Secret Manager, AWS Secret Configuration Provider, Azure Key Vault Provider oder wie die, also jeder große Cloud-Provider hat da irgendwie eine Lösung dafür. Ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Projekte sind damit schon überfordert mit Kubernetes, Helm-Charts, Docker-Container und jetzt komme ich auch noch mit so einem Secret Manager. Also da sind einfach zu viele Steine in meinem Rucksack, was ich gerade so mit tragen muss. Nichtsdestotrotz möchte ich meine Secrets nicht irgendwo im Git Plain Text halt ablegen. Und deswegen fand ich als guten Mittelweg, ist halt, wie gesagt, kein Königsweg, aber zumindest, um das Problem mal, zumindest das Plain Text halt wegzukriegen, empfehle ich an der Stelle, wenn das einfach zu viel auf einmal ist, das Same Secret Plugin zu benutzen, was halt meine Secrets halt verschlüsselt mit Hilfe eines Zertifikats. Das Ganze basiert halt auf Mozilla SOAPs. Das heißt, mein Kubernetes Admin hat den Private Key, um halt entsprechend die Sachen halt zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Und kann das entsprechend halt lesen. Und ich als Entwickler kann zwar die anderen Konfigurationssachen sehen, aber alles, was mit Secrets zu tun hat, weiß ich, ist halt nicht nur kryptische Zeichen. Damit ist das Meme mal abgesichert. Ist natürlich immer mit Vault immer noch besser, aber als Zwischenlösung finde ich das schon ein gangbarer Weg. Wie läuft das halt ab? Ich kann dann mit Helm Secrets entsprechend die Sachen entschlüsseln. Bei Helm Upgrade muss ich ihn halt mehrere Value-Dateien abgeben, einmal die Secrets-Datei und die normale Value-Datei, weil ich möchte ja nicht alles halt verschlüsseln. Und so muss ich an meinem Prozess, was ich bisher habe, wenig verändern. Ich muss halt noch eine weitere Datei entsprechend hinzufügen. Und gut, der Kubernetes-Admin hat da ein bisschen mehr zu tun, weil er entsprechend die ganze Sache nochmal verschlüsseln muss. Der nächste Punkt ist, ich muss meine Applikation Kubernetes ready machen. Ja, zum Glück haben sich andere Leute darüber Gedanken gemacht, wie sowas aussehen könnte. Einmal sind mal diese Leitfaden generell für Anwendungen in Containern. Wir haben uns schon ein paar Sachen halt angeschaut. Was aber auch wichtig ist, egal ob es dieser Container in Kubernetes läuft oder woanders. Ich muss gucken, dass die Log-Nachrichten auf Standard aus sind. Ich muss über Anwendungsüberwachung nachdenken. Und ich muss dafür sicherstellen, dass meine Anwendung halt robust hoch und runter gefahren wird. Warum ist das gerade im Kubernetes-Umfeld halt wichtig? Naja, je nachdem, wie der Scheduler halt in Kubernetes läuft und feststellt, hey, eigentlich hat die Anwendung zu wenig Ressourcen, ich muss sie auf einen anderen Node packen, dann zerschießt er den Container und dann muss halt die Anwendung damit halt klarkommen, deswegen robustes Hoch- und Runterfahren und dann wird sie halt in anderen Nodes wieder hochgefahren. Ich weiß, es gibt da so dreckige Lösungen, dass man diesen Scheduler halt ummogelt, aber dann frage ich mich, warum man überhaupt dann Kubernetes einsetzen möchte. Da gibt es halt einfache Lösungen. Bei den Log-Nachrichten, wenn ich Spring benutze, ist mein Tipp, auch wenn ihr Logback nicht mögt. Ich bin auch kein Fan von Logback, aber das ist halt der Default bei Spring. Nutzt es einfach. Ihr verbratet unmäßig viel Zeit, anderen Logging-Framework halt einzubringen. Und spätestens, wenn da irgendwie Updates gefahren werden müssen, das ist immer ein leidiges Thema. Einfach Default Logback von Spring benutzen, auch wenn man das nicht mag, warum auch immer.
sich einmal das konfigurieren, sodass das Format halt so ist, wie man es gerade braucht. Und dann ist diese Geschichte mit Logging einfach mal abgeschlossen und taucht nicht auf. Ich weiß, früher hat man es auch gerne, gibt es 1000 Meetings, welches Logging-Framework. Ich bin der Meinung, wir sollten Meetings über andere Dinge machen und nicht wie, welches Logging-Framework wir an der Stelle benutzen. Spring hat sich für Logback entschieden, nutzt das Default und gut ist. Die Anwendungsüberwachung bietet mir Spring auch was Default-mäßig an. Vor allem, wenn es Richtung Kubernetes geht, dann kann ich halt einen Spring Boot Starter Actuator als Dependency halt einfügen. Die meisten benutzen vielleicht einen Prometheus, um die Anwendungsüberwachung zu machen. Also sage ich, hey, bitte Prometheus. Ich muss konfigurieren, dass diese Endpoints für Prometheus auch freigeschaltet werden können. Und dann kriege ich zumindest out of the box von Spring Boot Informationen, welche Requests laufen, wie ist die Auslastung meine Services und habe dann weiter mit Metrik, Micrometer-Metrix die Möglichkeit, auch nochmal eigene Metriken halt damit hinterzulegen. Wir sitzen wenig Zahlen Code, große Wirkung an der Stelle. Das robuste Hoch- und Runterfahren bringt mir Spring Boot auch was mit. Seit der Version 2.5 meines ich erkennt er, dass er in ein Kubernetes-Cluster halt läuft. Das heißt, ich muss nur Spring Boot Starter Actuator einbinden als Dependency. Ich muss mal die Endpoints, Info und Health halt freischalten. Und dann kann ich in meinen Kubernetes-Deskriptor sagen, hey, für Liveness-Probes, bitte hör auf Actuator Health Liveness. Und für mein Readiness-Probe, bitte auf Actuator Health Readiness. Auch hier, ich muss nicht selber schreiben. Das bringt mir Spring Boot halt mit. Und dann habe ich die Sache schon mal, was das angeht, entsprechend Kubernetes-Robuster halt gemacht. Wichtig an der Stelle ist, sichert diese Endpunkte nach außen ab. Keiner hat es zu interessieren, was die Endpunkte halt geben außerhalb des Clusters. Deswegen kann man das in den Engine, in den Ingress-Controller, wenn man Nginx halt benutzt, auch sagen, hey, alles, was ein Pfad-Actuator ist, meint 403 zurückgeben und damit ist das nur innerhalb des Clusters halt sicher. Klar, man könnte das auch mit User-Passwort absichern, das hat wieder andere Schwierigkeiten. Ich finde das den einfachen Weg, aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, okay, das ist, sobald eine Konfigurationsfehler kommt, ist das wieder nicht sicher, ist wieder offen. Ja, wenn ich vergesse, die Authentifizierung anzuschalten, das ist dasselbe Argument. Da muss aber jedes Projekt für sich entscheiden, was es am besten ist. Das haben wir eigentlich alle Sachen schon zusammen. Was wir noch vergessen haben, ist Continuous Integration. Wie kriegen wir das Ganze jetzt irgendwie zusammen und Richtung Produktion? Und auch da hilft mir die 2-Factor-App, indem ich halt die Build- und Run-Phase halt strikt trenne. Run-Phase ist in dem Fall das Deployment Richtung Kubernetes. Und da sieht es für mich aus, dass ich in der Build-Phase halt all meine Änderungen halt in mein App-Code-Repository einschenke. Das triggert einen Build-Job und da werden halt die Artefakte, die da rausputzen, auf die einzelnen Repo-Manager halt verteilt. Also Container kommen die Container-Registry, Helm-Charts-Repository, da kommen die Helm-Charts hin. Wenn ich noch Fat-Jars habe oder Jars, die ich gerne noch, oder Bibliotheken, die von anderen genutzt werden, irgendwelche RP-Jars, da kommen sie halt im Maven-Repo oder NPM-Packages, wenn sie da entsprechend da halt verteilt. Diese Phase kann ich immer wieder wiederholen. Die soll unabhängig sein. Wenn er erfolgreich ist, kann das natürlich ein Deployment halt triggern. Aber die Deployment-Phase muss auch eigenständig halt laufen. Zum Beispiel, indem ich halt manuell triggere, deploye was. Oder wenn ich eine Änderung im Config-Value-Repo mache, dann soll das halt entsprechend ein Deployment antriggern. In dem Fall mache ich das zum Beispiel außerhalb des Clusters, also ein genanntes Push-Deployment. Anderen bevorzugen eher Pull-Deployment, auch GitOps genannt, wo ein sogenannter Operator im Kubernetes-Cluster halt läuft, der halt, halt schaut, ob es irgendwelche Änderungen halt gibt und dann entsprechend die Sachen sich reinholt und den Cluster entsprechend von sich heraus entsprechend halt konfiguriert. Ich sage jetzt nicht, dass Pull-Deployment der Königsweg ist. Manchmal, aus meiner Sicht reicht auch ein Push-Deployment an vielen, manchmal so eine Restriktion. Das kommt immer auf das Unternehmen an. Projektkonstellation. Also auch da, auch wenn die alle Welt sagt, müssen GitOps machen, indem wir ein Pull-Deployment haben, so halte ich da ein bisschen dagegen.
Also bei GitOps sehe ich halt so, ja, alles muss, die Wahrheit muss im Git-Repo liegen oder in mehreren Git-Repos. Ob das ist ein Push- oder Pull-Deployment ist, das muss ich, sage ich, das muss man echt je nach Projektkontext halt sehen. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Vielleicht eine Anekdote von früheren Automatismus noch vor Kubernetes, die etwas länger dabei sind, hat etwas von Oma Sandra erzählt vom Krieg. Früher hat man gerne Sachen mit Puppet oder Ansible halt automatisiert. Und Puppet war auch so einer, der halt Agent verteilt hatte. Das erinnert mich so ein bisschen an das Bild von Operator bei Kubernetes. Hat auch gewartet, dass er irgendwelche Infos von Master bekommen hat und dann hat angefangen, die VMs halt anzupassen. Und da sind die Ansible-Entwickler gegangen und sagt, hey, wir waren jahrelang Puppet-Consulting und kannten das Problem, haben das Prinzip halt umgedreht, indem sie gesagt haben, nee, wir machen die Automatisierung als Push-Prinzip und die Server sind halt von Agent halt befreit und dann wird halt per Shell, per SSH, Shell und Python-Skripte sich auf die Maschine eingeloggt und dann entsprechend die Maschine halt entsprechend angepasst. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion Push-Pull-Deployment jetzt in Kubernetes-Cluster. Der nächste Punkt, jetzt haben wir unsere CI, wir deployen schön und weil wir so richtig gute Entwickler sind, passiert auch nie etwas und dann passiert es doch, dass da irgendwas im Cluster komisch läuft und wir sollen halt das gucken, was da halt ist. Lokal kriegen wir das mit unseren Gegebenheiten nicht realisiert, also muss ich mich jetzt wirklich hingehen und anschauen, die ganze Sache halt durch die Backen. Ich kann schauen, was im Cluster halt abgeht mit Plain kubectl. Das ist für die Shell-Enthusiasten reicht das meistens schon vollkommen aus. Vor allem, wenn man seine Shell konfiguriert hat, um halt mit Shortcuts zu arbeiten. Das heißt, ich kann sagen, kubectl git pods, da zeigt er mir den Default Namespace, welche Pods da drin sind. Ich kann mir die Pods anschauen, was da drin ist. Vielleicht finde ich da schon heraus, wo der Fehler ist oder eine Ungereimtheit, was halt nicht passt. Ich kann aber auch hingehen und dann halt einen Pod auch entsprechend deleten, wenn ich das möchte. Also alles Möglichkeiten habe ich da in der Welt, was ich machen möchte. Ich gebe zu, das ist für viele viel Schreibarbeit, auch wenn ich mir hier schon ein paar Shortcuts halt hingelegt habe. Aber das ist halt für viele sagen, okay, das ist eigentlich ein bisschen zu umständlich, viel zu viel Text und eigentlich möchte ich gerne irgendwas UI-lastiges haben. Kein Problem. Gibt es, nennt sich KL9S. Das ist halt so ein Tooling auch für die Shell, wo mir die ganze Sache ein bisschen fancier angezeigt wird. Das heißt, ich bleibe in meiner Shell, kann halt einschauen in den Cluster, was da drin ist. Hier ist zum Beispiel ein Fehler, wird mir angezeigt. Ich kann entsprechend Pods löschen, indem ich halt Shortcuts halt habe. Indem ich halt sage Ctrl-K für Kill oder Ctrl-D für Delete, Prot, etc. etc. Das heißt, das, was ich mit kubectl gemacht habe, kann ich jetzt mit K9S, mit einer rudimentären UI entsprechend auch halt bewerkstelligen. Für die Leute, die nicht mit Shell umgehen wollen oder halt auf Windows unterwegs sind und da können sie keine Shell benutzen, warum auch immer, gibt es auch ein anderes Tooling, nennt sich Kubernetes Lens. Das heißt, das habe ich wirklich einen Desktop-Client, kann auch da mehrere Cluster halt verwalten. Ich kann da hingehen, wie ich das halt auch von meinem Webseite-Dashboard halt kenne, einzelne Pods anschauen, kann Pods halt löschen, kann auch reinschauen, was da genau in den Container halt abläuft. Also das, was ich halt auch über die Webseite machen kann mit dem Dashboard. Nur, dass ich hier die Möglichkeit habe, per Desktop-Anwendung und ich kann halt mehrere Clusters halt hinterlegen, wenn ich das halt brauche. Manchmal reicht es nicht aus zu sehen, okay, nur reinzuschauen, was den Cluster halt abgeht, um einen Fehler zu finden, sondern ich muss wirklich durchdebuggen, um auf den Grund zu gehen. Da hilft mir Kubernetes, indem wir, das ist so, es gibt auf der Seite Learning, also Learn Kubernetes.io, ein tolles Sheet, wo ich dann halt durchgehen kann, hey, die einzelnen Kubernetes-Ressourcen, um rauszufinden, okay, woran das halt liegen kann. Ja, man sieht das schon an diesem Bild, das ist nicht so ganz einfach. Kubernetes selber hat noch eine Dokumentation, auch nochmal eine Troubleshooting-Seite einstellt,
wie ich halt meine Applikationen durchdebuggen kann anhand von den Ressourcen. Doch auch wenn ich das durchgehe und feststelle, okay, die Kubernetes-Ressourcen arbeiten so, wie sie wollen, das liegt wirklich an meiner Anwendung innerhalb diesem Kontext Kubernetes, dann möchte ich gerne reingehen und das mal durchdebuggen. Oder mal reinschauen, was im Container ist. Ihr habt aber vorhin gesehen, ich habe halt ein Docker-Image gemacht, wo keine Shell mehr dran ist. Das heißt, ich kann halt keine Shell aufmachen, weil er sagte mir, hey, hier habe ich nichts. Ist auch genau richtig, würde mich einen Angriffsvektor geben. Aber dank Kubernetes 1.23 kann ich halt sogenannten Debug-Container halt andocken, indem ich hier zum Beispiel eine Busybox nehme, sage ich, hey, dein Ziel ist halt meine Anwendung. Und dann kann ich halt eine Shell aufmachen und es mir genau reingucken, Container, was da genau abgeht. Das fand ich ein gutes Feature, denn früher war das halt so, ich muss erstmal einen Debug-Container deployen auf dem Kubernetes, hoffen, dass der Fehler nochmal auftaucht und dann reinschauen, was ist. Das hat man dazu geführt, dass die meisten Leute immer eine Shell mit deployed hat. Das hat aber dann wieder einen anderen Angriffsvektor halt wiedergegeben. Deswegen finde ich an der Stelle ein Feature in die richtige Richtung, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Ja, ich hoffe, ihr konntet sehen, auch wenn uns viele Aufgaben auf dem Weg gehen Richtung Kubernetes, das sieht man eigentlich ganz gut handelbar. Also viele Sachen sind Fleißarbeit an der Stelle. Und ich hoffe, dass ihr ein paar Anregungen bekommen habt, wie diese Probleme bei euch halt gelöst werden können. Jetzt wäre noch Zeit für Fragen. Mich mal gleich mal wechseln. Noch eine kleine Werbung. Ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Speaker mit dem Stefan Zonner rausgebracht. Nennt sich Containeranwendungen entwickeln. Da gehen wir so aus Architektursicht bis in Metaebene so Punkte halt durch, was ich so beachten muss, wenn ich Containeranwendungen entwickeln muss und das auf und auch Möglichkeiten, wie ich sie halt laufen. Und Spoiler-Alarm, es wird nicht nur Kubernetes vorgestellt, sondern auch andere Tooling und viele Sachen, die ihr hier im Talk gesehen habt, findet ihr jetzt nochmal so in Speaker-Format halt nochmal zusammengefasst. Und dann würde ich mal gucken, ob da welche Fragen. Ja. Sehr schön, vielen Dank, Sandra. Im Moment sind zwei Fragen auf der Meta-Ebene eingegangen. Also zum einen kann man die Folien irgendwo runterladen. Ja, also ich werde die nachher bei mir auf dem GitHub-Account mit Beispielcodes, das ist einmal das komplett durchimplementiert mit einem Beispiel und auch dokumentiert, wie ihr es zum Laufen kriegt, zur Verfügung stellen. Deswegen, ja, die Folien werden. Und ich werde das in Thomas auch einen Link schicken, sodass ihr da nachher, ich habe gehört, ihr kriegt nochmal eine E-Mail nach der Veranstaltung. Genau. Da würde dieser Link auch sein. Also sehr schön. Dann werden wir eine Nachfassmail versenden an alle mit diesen Ressourcen mit drin, auch das GitHub-Repository. Genau. Und dann eine ähnliche Frage. Gibt es die Präsentation als Video? Das kann ich beantworten. Ja, das wird es geben. Markus wird im Nachgang dieses Video aufbereiten und dann auf YouTube publizieren. Üblicherweise passiert das am Sonntagmorgen, ich glaube um 10 Uhr. Gut, dann, hallo Sandra, tausend Dank. Welche Kubernetes-Distros begegnen dir so? Ist Ranger ein Ding? Ja, Ranger ist ein Ding, wenn es um Promise geht. Also viele, die On-Premise machen wollen oder, das klingt jetzt böse, kleine Hostingbuden, gemeldete Kubernetes-Dienste anbieten, die benutzen auch Ranger, also da ist das halt ein Ding. Bei größeren Unternehmen sehe ich halt, dass sie meistens auf ein Cloud-Provider gemanagten System gehen, da spielt Ranger ein weniger Ding, aber wenn man halt bei den kleineren Hosting-Anbietern anguckt, die gemeldete Kubernetes anbieten, da die verwenden meistens einen Ranger. Das ist das, was ich in meinen Projekten gesehen habe. Mhm. Dann von Jakob, wie organisierst du projektübergreifende Standards? Ja, Community of Practice ist ein Ding. Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, alle fangen irgendwie mit Spring Boot an, das geht ein paar Monate gut und dann stellt sich heraus, dass jedes Team halt doch eigene Bedürfnisse hat und dann läuft der Standard halt raus. Also mittlerweile habe ich den Eindruck, ja, man kann halt so ein Template irgendwie zur Verfügung stellen, wenn die Teams neu starten. Aber dann entwickeln sich die Teams sowieso in unterschiedliche Richtungen.
Und habe jetzt auch vor 2, 3 Wochen den Fall gehabt, dass wir halt irgendwie standardisiertes Handshot für Spring Boot-Anwendungen benutzen mussten. Und das hat von vorne bis hinten halt nicht funktioniert, weil es stellt sich heraus, dass unsere Anwendung halt Sachen gebraucht hat, die dieses Helmstadt gar nicht zur Verfügung stellt. Und das jetzt im Standard wieder reinzukriegen, das dauert halt unheimlich viel Zeit. Und da war die Entscheidung, okay, wir bauen ein eigenes Helmstadt, was für unsere Kontrolle ist, was ich auch richtig finde, weil das halt nah an der Anwendung ist. Also ich tue mich da schwer, da so übergreifende Standards halt hinzukriegen. Mhm. Dann die nächste Frage von Thomas. Hast du Erfahrungen und Empfehlungen zu Security-Scannen für erstellte Images bis zu deren End-of-Life? Also ich habe jetzt bisher die Erfahrung gemacht mit diesem Trivi. Das war aber auch von Entwicklerseite getrieben, dass wir geguckt haben, dass wir jedes Mal, wenn es eingecheckt ist, dass der CI-Server darüber geht. Aber der hat meines Wissens kein End-of-Life halt gebracht. Das ist nochmal ein eigenes Thema, was ist, wenn ich meine Basis-Image nochmal updaten muss. Also muss ich passen. Also ich habe da meistens so selbstgeskripte Lösungen halt gesehen, beziehungsweise wenn man selber Awareness hatte und irgendwelche Newsletter abonniert hat, um dann rauszufinden, dass sowas getan werden muss. Da muss ich halt dann passen. Es gibt aber unheimlich viele Hersteller, die da für teures Geld halt irgendwie Security. Aber ob die gute oder schlecht ist, da muss ich leider passen. Okay. Eine weitere Frage von Franz. Für Systeme braucht man mittlerweile eine Vielzahl von virtuellen Maschinen für diverseste Knoten, also Kubernetes, DB-Broker. Wo geht da die Reise hin? War es früher nicht alles besser? it depends. Also mal so. Die heutigen Tools finde ich schon, dass sie unsere Arbeit erleichtern. Die Frage ist halt, was wir daraus machen. Keiner zwingt euch halt, Kubernetes einzusetzen. Würde ja auch ausreichen, eine virtuelle Maschine zu packen, da alles drauf zu packen und zu gucken, wie lange man damit halt weiterkommt. Mhm. Also das ist ja auch ein bisschen in Eigenverantwortung, was man aus den Möglichkeiten halt macht. Manchmal ist es ja, ich weiß, man wird erschlagen von Möglichkeiten und man hat immer diesen FOMO-Effekt, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen. Wenn ich Startup-Unternehmen werde und was Kleines halt anfangen würde, dann würde ich auch mit wenig Aufwand wie möglich halt anfangen. Das heißt, Terraform, eine VM nehmen, vielleicht Docker Compose und vielleicht einen Container halt dazu packen und damit anfangen. Und wenn ich dann wirklich in diesen Luxusproblem komme, dass die Leute mit meinen Anwendungen mich überrennen, dann kann ich mich dabei noch Gedanken machen. Und in vielen Unternehmen frage ich mich, warum man Kubernetes einsetzt, weil sie haben die Last nicht, die wissen halt, die haben eine feste Anzahl an Leuten, also die brauchen diese Flexibilität nicht. Auch da wieder, nicht jeder ist Google und Google löst halt Google-Probleme. Das ist halt immer so, ja, man kann sagen, früher war alles besser, aber auf Web4 möchte ich auch nicht mehr entwickeln wollen. Okay. Danke, Franz, für die Frage. Von Andreas die Frage, Java Microservices mit Spring Boot oder Quarkus? Kannst du dazu was sagen? It depends. Sehr schön. Willst du dann auch lieber in Java oder in Kotlin halt schreiben? Also das ist dieselbe Frage, ist halt eine Vorliebe-Sache. Quarkus habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die Leute aus diesem Java-I-Bereich kommen, da kommen sie mit Quarkus halt besser zurecht als mit Spring Boot. Leute, die mit Spring Boot halt aufgewachsen sind, die kommen mit Spring Boot oder mit dem Spring Framework allgemein gesprochen, die kommen mit Spring Boot halt zurecht. Also das ist evaluieren und gucken, was im Team am besten halt kommt. Aus meiner Sicht, da tun sich beide halt nicht. Alle haben ihre Ecken und Kanten. Vielleicht kann man sagen, ja, Quarkus ist gerade halt ein bisschen die Nase vorn, weil was mit Native ist. Frage ist, wer braucht das wirklich? Native Images. Spring Boot ist aber schnell hinterher, deswegen nächstes Jahr tut sich da auch wieder nichts, deswegen gibt es auch Micronaut, also der nächste Player ist da im Spiel, also das ist, also könnte ich in die Zukunft schauen, da würde ich nicht mehr Software entwickeln, sondern würde irgendwo in Bahamas liegen. Gut. Von Ralf die Frage, bringt Argos die Vorteile? Es kommt noch an, wie die Prozesse halt bestimmt sind. Ich habe letztes Mal ein Kubernetes-Projekt, wo wir klassisch mit Jenkins angefangen und dann eher ein Push-Prinzip. Das hat aber auch Netzwerk, also man durfte halt, Kubernetes durfte nicht auf das interne Netz halt zugreifen.
Und die Entwickler und die, da war eher das Problem, Kubernetes war neu für das Entwicklungsteam und da wollte man zumindest das Tooling halt an das, was sie schon auskannte, nicht komplett umschmeißen. Also hat man gesagt, da kann man Jenkins. Also ich würde mir anschauen, wie eure Prozesse halt da aussehen und dann entscheiden, ob ArgoCD da entsprechend ein Weiterhilfe oder nicht. Ich weiß, das wäre so eine typische Beraterantwort, aber auch da, das ist halt nur ein Tool, was halt gewisse Probleme halt löst. Die Frage ist, habt ihr diese Probleme? Dann ja, ist es ein gutes Tool. Kommt ihr mit Jenkins zurecht oder dann ist auch in Ordnung. Im jetzigen Projekt nutzen wir GitLab Runners, funktioniert halt auch. Deswegen, da haben wir natürlich, aber ich kenne auch andere Projekte, die sagen, ja, ArgoCD löst halt unsere Probleme, weil wir dann halt den anderen Kram halt nicht brauchen wie Jenkins, dann passt das halt auch. Da muss man aber aufpassen, ArgoCD bietet nicht alles an, was Continuous Integration zu tun hat. Das ist wirklich für das Delivery. Dann muss man sich halt da Gedanken machen, was man noch davor schalten soll. Also wenn ihr Richtung Pull-Deployment gehen wollt, dann würde ich sagen, ja. Mhm. Von Ralf eine andere Frage. Hast du schon Erfahrungen mit Software Bill of Materials? Wie gut sind die Tools schon um das zu unterstützen? Also so wie das heutzutage diskutiert wird, habe ich da keine Erfahrung. Ich wundere mich, dass die Diskussion jetzt so hoch ist. Also ich weiß, woher sie kommt. Ich finde es auch gut, dass die Awareness dafür geschaffen wird, aber eigentlich hatten wir mit Maven und den ganzen Tooling das schon alles gehabt. Ich habe den Eindruck, dass da gerade in dem Bereich von den Herstellern so ein bisschen Goldgräberstimmung auch herrscht. Und man kann ja wieder tolle Tools verkaufen. Mhm. deswegen, ich habe bei denen nicht Erfahrung, aber in der Vergangenheit, also eigentlich gibt die POM alles her und wenn du dir dann mit Dependency Maven Plugin dir auch die Transitiven dir anzeigen lässt, da hast du eigentlich das Reporting. Die Frage ist, was tust du damit? Auch das Problem ist ja auch nicht gelöst. Das Tooling gibt dir nur Reporting ab und du musst mit dem Ergebnis ja weiter arbeiten. Das ist halt, diese Arbeit nimmt dir das Tooling halt auch nicht ab. Mhm. Eine Frage vielleicht noch von mir. Also, gerne. Es gibt ja wahnsinnig viele Tools, haben wir jetzt auch gesehen. Und die Frage ist dann eben, bringt das was? Du hast jetzt vielleicht auch schon in der Praxis einige Einführungen von Kubernetes-Plattformen erlebt. Täuscht der Eindruck, dass da einfach auch zum Teil etwas sehr viel Komplexität an Bord geholt wird, die man dann vielleicht auch nicht unter Kontrolle hat und dass man vielleicht besser ganz einfach starten würde, vielleicht eben mal mit Docker Compose und dann mal schauen, wie weit man damit kommt und dann Schritt für Schritt einfach weitergeht und quasi reinwachsen kann in diese Komplexität. Also hast du da irgendwie Beispiele aus der Praxis, die quasi, ich sage jetzt mal, mein Bauchgefühl unterstützen würden? Also die Praxis zeigt, also ich würde mir wünschen, dass die Leute so anfangen, weil die Erfahrung zeigt halt, dass die Komplexität halt mehr nach links als Richtung Entwicklung verschoben wird. Also früher war das so, ich habe mein WAR-File, mein Fetcher gebaut, habe das der Operation über den Zaun geworfen und da war ich halt raus aus dem Spiel. Ihr habt ihr gesehen, auf einmal muss ich mich über Gedanken machen, wie Kubernetes Internet funktioniert. Und da ist es halt, das ist das Versprechen halt nicht aufgegangen von den Hochglanz-Prospekten aus den Konferenzen, dass die Welt halt schöner wird. Also ja, es wird komplexer. Ich habe die Erfahrung aus den Projekten gemacht, Kubernetes ist meistens eine strategische Entscheidung von Leuten, die andere Gehälter bekommen als wir. Und dann ist es halt Gesetz. Und wir Techniker müssen damit entsprechend halt umgehen. Bei Startups würde es wahrscheinlich noch anders aussehen. Wenn das Startups Kubernetes nutzen, dann ist es eher Spieltrieb, habe ich den Eindruck. Lösen aber auch, gut, diese Startups existieren meistens nach 2-3 Jahren auch nicht mehr. Ich würde auch sagen, ja, also ich würde mir wünschen, wenn man einfach anfängt. Aber wenn es eine strategische Entscheidung ist, die kommt dann weiter von oben, da sind halt die Fände gebunden und ich sehe dann als meine Aufgabe, die Schmerzen so weit wie möglich halt zu reduzieren. Aber ich gebe dir recht, der Eindruck täuscht nicht, wir kaufen uns da Komplexität halt ein und die Frage ist halt, ob wir, also wir werden nicht arbeitslos, so kann man es auch vielleicht positiv formulieren. Aber es hat Vor- und Nachteile. Ja. Gibt es vielleicht aus deiner Erfahrung noch so
typische Don'ts, also einfach Fehler, die du vielleicht mehrfach gesehen hast und wo du sagst, passt da bitte mal auf. Ja, Dockerfiles. Also aufgeblähte Dockerfiles, wo man denkt, okay, dann ist es eine VM, was die mir da bereitstellt, die nicht geupdatet werden. Dann versuchen halt, Entschuldigung, versuchen die Leute halt besser zu werden, also die Sachen besser zu machen als Google Distroless, wo vergessen das halt abzudaten. Das sind so die Don'ts, wo ich dir sage, okay, lass es sein. Mhm. Okay. Gut. Ich glaube, im Moment ist keine Frage mehr gekommen, das ist so. Ich habe auch keine mehr. Hast du noch irgendeine Anmerkung, Sandra? Ja, also vielleicht sollte man das als langsames Anti-Pattern ansehen, was Google macht, nicht unbedingt für einen selber passt. Aber ja, das ist meine persönliche Meinung an der Stelle. Also vergiss nicht, Google löst Google-Probleme, nicht unbedingt eure Probleme. Mhm. Ich glaube, das gilt für ganz viele Patterns und Architekturstile, die darum geistern. Das stimmt. Dann sind wir auch schon beim Outro. Ihr werdet, wie gesagt, eine Mail erhalten mit einem Link auf die Ressourcen. Und da findet ihr auch einen Link auf das Feedback-Formular. Bitte füllt das aus. Zum einen erlaubt es uns und insbesondere auch Sandra zu lernen und besser zu werden, besser auf eure Bedürfnisse einzugehen. Und zum anderen ist es so, dass wir einmal pro Monat unter anderem, die ein Feedback-Formular ausgefüllt haben, eine Jahreslizenz der JetBrains Toolbox verlosen, also so, dass ihr diese wertvollen und cleveren Tools dann auch selbst benutzen könnt. Also es lohnt sich doppelt, das Feedback-Formular auszufüllen. Ein Blick auf die nächsten Events. In St. Gallen wird ein Event zum Thema Eventstorming and Domain-Driven Design for the Gotthard Base Tunnel zu hören sein und in Zürich What the Crack Superfast JVM Startup. Diese und weitere Events findet ihr unter www.juk.ch. Unsere Events findet ihr als Video auf YouTube, auch dieses hier. Geht mal auf yt.juk.ch vorbei, da findet ihr die Videos. Wir haben eine Community auf Slack, wenn ihr da beitreten wollt und mitmachen wollt, ihr könnt euch unter slack.juk.ch anmelden. Und dann bin ich beim Dank, also ganz lieben Dank, Sandra. Hat Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich wieder bei euch zu Gast sein durfte. Genau, und wir haben ja gesagt, das hier war jetzt quasi die Zwischenstation online und wir haben mal angedacht, dass wir dann im Frühjahr 2023 wieder eine Sandra Parsik on Tour de Suisse Tour machen durch alle unsere Eventstädte, Bern, Basel, Zürich, St. Gallen, Luzern. Schauen wir, ob wir das hinkriegen. Aber, ja, ganz bestimmt. An mir soll es nicht scheitern. Genau, also an uns auch nicht. Ich würde sagen, stay tuned. Newsletter abonnieren, dann werdet ihr das mitbekommen. Und vielen Dank auch an euch, unser treues Publikum. Macht einfach mehr Spaß, wenn wir das für ganz viele Zuschauer, Zuhörer machen können. Und dann Dank auch an unsere Sponsoren, die ihr hier aufgelistet findet, die uns unterstützen, so dass wir auch die finanziellen Mittel haben, um diese Events durchzuführen. Und im Hintergrund Ursula Buri, die immer die Ausschreibungen der Events so tadellos und zeitnah macht, die Anmeldungen managt und Markus Filon, der heute im Hintergrund auch die Regie gemacht hat und das Video dann auch aufbereiten wird. Vielen Dank an alle. Und jetzt bin ich wirklich bei der letzten Slide. Ich wünsche so oder so allen einen ganz schönen Abend und diejenigen, die noch Lust haben auf etwas Austausch mit uns und Sandra, die können einfach hier bleiben. Ihr werdet dann automatisch weitergeleitet ins Wonder Me. Vielen Dank. Tschüss, Sandra. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend. Ade zusammen. Danke ebenso. Bis dann. Tschüss.